Ich bin Jule und habe vor 4 Jahren meine Ausbildung zur Tischlerin begonnen. Ja, ich bin mit Holz groß geworden, es war irgendwie immer da. Mein Vater hat in einer kleinen Garage, also direkt am Haus gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, wenn das ein bisschen größer aufgezogen wird, dann würde ich bei ihm die Ausbildung machen. Das muss dann so auf den 10. Millimeter am besten genau sein. Und das sind die Sachen, die ich am liebsten mache. Auf einer Baustelle kriegt man dann auch schon mal einen blöden Spruch. Mädchen, bist du dir sicher, dass du das kannst? Kann dir was anderes außer Kaffee kochen. Aber damit lernt man umzugehen, das macht einen selbstbewusster, tougher. Kunden sind zu meinem Vater hin und haben ihn 3-mal gelobt und das wäre so eine tolle Treppe und das hätte er so super gemacht. Und dann hat er gesagt, das brauchen Sie mir gar nicht sagen. Da vorne ist meine Tochter, die hat die Treppe ausgemessen, die hat die gebaut, ich habe dir nur ein bisschen geholfen. Das nächste größte Ziel wird auf jeden Fall die Meisterprüfung sein. Dann irgendwann natürlich den Betrieb komplett übernehmen.